Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. Jo, heute mal wieder alleine. Der Laszlo hatte keinen Bock mehr. Jetzt spielen wir halt einfach alleine weiter. Kann man ja auch mal machen. Ne? So, Greg, wir haben in der letzten Folge die Razor fertig gemacht mit unserer Truppe. Jo. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Oh, direkt ein Level abbekommen. Oh, das ist geil. Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Oh ja. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones. Er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Das ist traurig. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden. Bei der alten Pyramide war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Okay. Da haben wir dann den Rest an Informationen, der uns vielleicht interessiert hätte. Ich guck gerade. Ich wollte mir noch, nee, ich weiß noch warum, hier einen schnellen Hering wollte ich mir noch ein paar zulegen. Denn solche Speed-Tränke, es ist einfach Gold wert. Es ist einfach Gold wert. Genug Gold haben wir auch, also sollte das auch kein Problem sein. Hey! Hi. Ich will mal. Ich hoffe, es ist genießbar. Ich hatte nicht genug Süßwasser. Aber ein bisschen Brackwasser hat noch keinem gesch. Lecker Brackwasser. Ich will was. Was da? Hier. Gib mir was. Gib. Man kann halt leider nur ein. Gib mir was. Zur Zeit ziemlich. Nehmen. Gib. Ziemlich üb. Gib mir. Ziemlich. Aber, ja. Natürlich geil, wenn man mehr auf einmal bestellen könnte, aber ich bin mal ganz ehrlich, 30 für einen Speedtrank, selbst wenn er nur eine Minute geht, ist ziemlich günstig. Ich meine, wenn man sich mal hier hinstellen würde und 10 Minuten, ja, 15 Minuten den Quark machen würde und auch genug Gold hätte, dann würde man damit recht weit kommen. So, wie viel haben wir? Ich guck mal. 45, also schau mal einer an. Das reicht ja erstmal, ne? So, flop. So, jetzt müssen wir Bones suchen, dann kriegen wir eine Banditenrüstung. Bones war, glaube ich, der ganz hinten, ne? Also der da? Nee. Und glaube ja nicht, dass doch. Das ist, ne? Hi. Ich hätte das anders gemacht. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Späherjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung. Ach ja, hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spät. Jo, nice. Ich habe 20 Lernpunkte. Guck mal. Piratenrüstung. Achso, nee. Es war ja mittlere Banditenrüstung. Das war's ja.
Ja, gut, die hat zum Glück nicht wirklich viel Verteidigung. Das heißt, ich kann auch einfach mit meiner Banditenrüstung rumlaufen. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind... Ach dort, den Fall sieht man kaum. Das heißt... Wenn ich jetzt einfach geradeaus gehe, dann rechts. Bin ja immer noch dabei, mehr oder weniger die Teleportpunkte mit freizuschalten. Einfach nur, damit wir das auch hinter uns haben. So, dann ist auch die Frage, wir haben jetzt 20 Lernpunkte. Was machen wir damit? Stärke, Zweihänder. Oder, was ich glaube ich zuerst mache, ist die alte Sprache auf Stufe 3 zu bringen. So, das ging fix. Ich mach mal den hier. Einfach nur, weil wir, glaube ich, einen längeren Weg laufen müssen. Die Frage ist, ich glaube, irgendwas gab es da unten auch noch im Tal. Ich weiß gerade nicht was, aber irgendwas gab es hier noch. Die Viecher. Ach komm. So. Es waren zwar nur zwei, aber trotzdem. Ich guck das später nochmal runter, was es dort sonst gibt. Ansonsten laufe ich mal. Piratensäbel. Und Feuerball. Piratensäbel 6560, Einhand, goldener Ring, den nehme ich auch nochmal mit. Echt würde ich so einen goldenen Ring auch nicht liegen lassen. Ihr würdet es auch nicht tun, auch wenn es, na. So, hier bin ich ja mit Alligator Jack lang gelaufen. Ich versuche auch mittlerweile auch nicht wirklich alles an Kräutern und Pilzen und ganzen Zeug mitzunehmen. Einfach nur, weil ich genug habe, wie man sieht. Und zum anderen, ja, es zieht sich dadurch alles ein bisschen mehr hin. Und ich würde ja auch gerne irgendwann mal, wow. Das ist noch Letters gedrückt. Ich würde das Spiel auch gerne mal irgendwann durchhaben, wenn ich jede Pflanze mitnehmen würde. Würde das sehr viel länger dauern. Ich sehe es auch schon kommen. In 10 Folgen oder so meckere ich rum, dass ich keine Pflanzen mehr habe zum Heilen. So, das war jetzt ein krasser Kampf. Ist gerade egal, wo ich lang laufe. Ich laufe mal hier lang. Da war noch ein Mantis. Oder gefangen. Schrecke, genau. Nicht Mantis. Die sind auch fast One-Hit, was auch ziemlich geil ist. Das sind Schattenläufer. Der ist schon eher gefährlich. Speicher mal. Ich glaube, dann ist die Wirkung des Speedtrunks upgrade. Trunks vor allem. Achso, okay. Ging ja doch recht easy. Aber da ist jemand. Wen haben wir denn hier? Eremit. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Inos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Bis heute? Ich frage mich, was das für komische Viecher rechts im Hintergrund sind. Fahren wir auch gleich. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch.
Aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Hm. Wegen der Steintafel. Wegen der Steintafel. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Oh, aber ja, meine bekommst du nicht. Du musst dir deine eigenen suchen. Du musst dir deine eigenen suchen. Sprache der Erbauer. Muss ich mal gucken. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Deine Klamotten bin auch? Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich quatsch erstmal nicht weiter mit ihm. Verzeiht, dass ich das gerade so mache. Muss mal gucken. Piratenrüstung brauche ich. Beziehungsweise die Piratenrüstung kann ich an ihn eigentlich weitergeben. Brauche ich nicht wirklich. Die anderen brauche ich. So, was ist das? Graslandsgemüse. Sehen schon geil aus. Ja, Weidenbeeren. Ach, schon mal eine an. Hier haben wir das Ding. Das ist nice. Muss ich mir nur mehr oder weniger merken, welche ich davon schon habe und welche nicht. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Trank. Ah, okay, mehrere Tränke. Und Lederbeutel. Alles klar. War da irgendein toller Trank dabei? Da, nice. Maximal Mana. Das nehme ich auf jeden Fall. Gut, der Rest ist halt... Joa, Pech gehabt. Aber... Was ich dann noch mache... Ich komme hier gleich zurück, aber ich habe gerade im Hintergrund gesehen, dass hier der Teleporter ist. Was für mich sehr wichtig ist gerade. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Gut, dann gehe ich mal... Ich habe vergessen, dass ich den Fokus noch quetschen muss. Verdammt. Ja, komm. Hier, Sockel. Zack. Lieber Eremit, nimm den bitte nicht weg. Ich werde sehr dankbar dafür. So. Jetzt geht die Suche wieder los. Ich glaube, es war Medarion. Da. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, du solltest so bald... Ich find's schön, dass er mir Gold geben, also mir Gold gegeben hat für etwas, was ich rein theoretisch nicht brauche für diese Aufgabe, weil ich muss reisen und erkunden. Egal. Gut, mixiere. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann... In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die Geschichte und jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren... 15 Lernpunkte. Okay. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Toller Unterricht. Lehre mich die Frage. Lehre mich. Es gibt nichts mehr. Okay. Habe ich das schon gesagt? Wenn ich ein... ja. Achso, das bleibt halt einfach noch da. Jo, das heißt... Wir haben jetzt 15 Lernpunkte dafür ausgegeben, dass wir diese paar Tafeln noch lernen können. Bogenschützen ist für uns jetzt nicht ganz so interessant, aber Lebensenergie. 15, 30, 45, 60 zusätzliche Lebensenergie und nochmal 6 Mana. Das hört sich doch nach einer Planung. 416 haben wir dann. Das ist nicht schlecht.
Ist die Frage, was der Eremit uns beibringt, diese Sprachgedöns, was er da hat. Kann ich das dadurch... Ah, Stärke 3. Oh, die hätte ich fast übersehen. Oh, 106 Stärke. Oh, das gefällt mir. Dann haben wir hier noch 2 Stärke in Teklas Eintopf. Hätten wir 108. 5 Lernpunkte. Ja, gut. Kronos. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Typhoon. Das. Hoffen wir mal ein paar Eislanzen noch. Ja, gut, der Rest ist jetzt nicht so. Dafür kann ich den ganzen Quark hier nochmal loswerden. Bringt zumindest auch ein bisschen was. So, Satoros möchte mit uns quatschen. Aber vorher rede ich nochmal mit. Da ist Satoros. Okay. Mit Darion habe ich geschnackt. Geschnackt. Mit dem Mix ja auch. Gut, denke ich einfach zu Satoros. Mir egal. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jakendal. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakendal beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Ei. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Das ist schon gemein. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Radames, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Ungünstig. Wegen hast du etwas noch? Bisher noch nicht. Okay, wegen der Reliquien? Wegen der Reliquien. Oh. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer, aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Nice. Gut, beeil dich aber damit. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Alles klar. Adanos. Adanos möge dich beschützen. Gib mir eine Magierrobe.
Darüber würde ich mich freuen. Gut, mit Medarion mussten wir nochmal quatschen, oder? Lass uns. Nee. Eine Fahne. Das ist gerade egal, ob die Reise sicher ist. Ich will hier erstmal noch nicht weg. Gut. Zum Canyon will ich nicht. Ja, Herr Darion, hör auf zu lesen. Nö. Ach, das will ich auch nicht. Hey. Lordian. Saturas schickt mich. Ich soll die fünf Herrenhäuser von Jarkandar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Zeichne es bitte auf meine Karte ein. Wo finde ich die fünf Herrenhäuser? Danke. Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Haben wir schon. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Mhm. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du... Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen... Alles klar, vielen Dank. Das ist erstmal okay. Bitte... zeig es mir... auf der Karte an. Weiß nicht. Also ich kann es mir schon denken, dort... Nee. Dann wird es mir hier irgendwo angezeigt werden. Die Vorhut, Saturus Lenz. Im Sumpf der Banditen. Aha. Die Herrenhäuser. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Ja, okay, das kann ich mir denken. Falsches Ding. Die Priester und wir hatten ihre Behausung nahe beieinander. Ich sollte sie im Südwesten finden. Im Südwesten ist dort, wo wir gerade eben hergekommen sind. Wo ich auch gleich eigentlich nochmal zurück möchte. Was ich auch direkt mache. Und direkt nochmal Erfahrung dafür bekommen. So, meine Frage ist halt, was der uns jetzt beibringen wollte. Hey, du! Oh. Hätte ich das bei ihm günstiger bekommen? Aber das war... Ja, ist auch zu spät. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her! Lass mich sehen, ob sie mir passen! Tatsache! Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Nimm ich gerne. Nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Alles klar. Gut. Ich frage mich, was es für Steintafeln waren. Es ist Geschick plus 3. Hätte schlimmer sein können, könnte aber auch besser sein. Seien wir mal ehrlich. Gut, ist ja auch egal. Hat er denn Horn eines Schattenläufers? Fell eines Schattenläufers. Also im Kampf scheint er sich gewehrt zu haben. Wein, dies, das. Ich nehme das so. Den Rest kann er behalten. Beziehungsweise kann ich mir das nur mitnehmen? Ja. Weiß. Auch halt bestimmt nicht, ne? Ist die Frage, kann ich ihn. Ja, bestimmt kann ich ihn umknüppeln. Aber lohnt es sich für mich? Also, mein 300 Erfahrung. Wenn er böse auf uns ist, beziehungsweise wenn wir ihn brauchen, dann immer noch Vergessenszauber. 4 Stück sogar.
Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, wie ich den Kram jetzt komplett ausnutze. Wie komme ich denn nach da oben? Beziehungsweise auf diesen Stein. Indem ich einfach runterspringe. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass ich irgendwie Parkour-Tricks anwenden muss oder sonst was. Ist er weg? Achso, ich bin hinter dem Haus. Okay. Alles hey, klar? Bist du mir noch böse? Du hast ja einen ganz schönen Und? Ich komme mit den Klamm. Ja, okay. Sogar nicht mehr böse auf uns. Finde ich geil. Das ist mal ein chilliger Zeitgenosse. Huch. Ja, toll. Okay, so viel Schaden macht er jetzt auch nicht. Als dass ich mir irgendwie Sorgen machen müsste. So, nice. Aber ich denke mal, dort könnte auch wieder ein so dieses Ding sein von diesen Herrenhäusern. Machen wir das, machen wir dies, machen wir dies. Ich glaube, ich gehe erstmal dorthin, weil laut Karte. Oder? Wenn ich jetzt hier lang gehe, das sieht etwas abgeschotteter aus. Es könnte auch sein, dass das eins dieser ist. Vielleicht gibt es auch einen hier, also einen von diesen gelben Tafeln. Und einen auf der anderen Seite da unten. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Aber vorher speichere ich, beende die Folge, sag einmal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, auf Wiedersehen.